stuff. Dazu nebenbei, als wir uns dann mit der Linken erzählt, er uns, dass er zwei Bombenanschläge überlebt hat. Er hat diese Bombenanschläge ausgeführt, dieser erleuchtete Pfad, die marxistische, Gruppe in Ironie. Warum? Warum ausgerechnet er, warum nicht die Konservativen oder die Banker oder so etwas? Weil er natürlich gefährlich ist. Er sagt, dass früher bei der Interpretation von Armut die Marxisten die Luft hoch hatten. Waren auch die Einzigen, die sich mit Armut beschäftigten und haben natürlich dann ihren Nachwuchs rekrutiert. Und dann kam er mit einer Theorie, die dann eine Perspektive eröffnet, also eine kapitalistische Perspektive. Und diese zwei Bombenanschläge, der zweite Bombenanschlag war besser organisiert, und er saß hinter der Wand, hinter der die Bombe hochging, und sagte, wäre eigentlich gut gewesen, wenn wir nicht einen kleinen Fehler gemacht hätten. Seitdem habe ich was gelernt, den man. Also, wenn man eine Bombe an eine Wand lehnt, dann prallt das ab wie von einem Spiegel. Und er sagt, sie haben mit später Sprengstoffexperten erklärt, hätten diese Attentäter eine Zeitung zwischen die Bombe gelegt und die Wand, dann wäre ein sehr viel größerer Teil der Bruch der Bombe in die Wand gegangen, der wäre das gut gewesen. Also, es ist nur so mal das Thank you.